So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen heute eine kleine Buchbesprechung und zwar zu diesem hier. Er ist da, der da. Ja, das ist jetzt für die meisten von uns komischerweise jetzt gar nicht mal so neu, dass der jetzt auf einmal da ist. Das Neue allerdings ist, dass der jetzt auch in Österreich inzwischen da ist. Und da ist er erst seit 2014 irgendwie sowas, also deutlich später, 2015 so richtig da und ja, sowas um den Dreh. Also deutlich später angekommen in Deutschland, in Österreich, als es eben in Deutschland entsprechend ist. Dafür gibt es interessante Gründe und grundsätzlich ist ein Grund, warum die Wölfe erst lustigerweise deutlich nach Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion bei uns angekommen sind. Und der Herr Hagländer, der dieses Buch geschrieben hat, führt das unter anderem auf den Eisernen Vorhang durchaus zurück, der nicht nur keine Republikflüchtlinge in den Westen gelassen hat, sondern tatsächlich da auch keinen Wolf durch. So ein Wolf ist sehr wohl in der Lage, Zäune zu überwinden. Er kann auch durch große Flüsse schwimmen, er geht auch mal gerne über eine Straße, wenn kein Auto kommt. Manchmal klappt es auch nicht und es kommt halt ein Auto. Er nimmt Brücken, er verwendet Unterführungen, hin und wieder sogar auch mal einen Tunnel, also einen kleinen. Und der ist durchaus in der Lage, große Strecken auch durch unsere zivilisierte Landschaft zurückzulegen. Und vielleicht noch ein kleiner, bevor wir zum Buch selber kommen, Fakt zum Wolf. Man denkt ja immer, beziehungsweise ein häufiger, nicht, dass Wolfgegner sein grundsätzlich schlecht ist. Ja, das darf man schon sein. Aber oder ein wolfkritischer Mensch oder wie auch immer man sich selber gerne nennen möchte, wenn man jetzt eher ein Problem mit der Anwesenheit vom Wolf hat. Aber was die gerne betonen ist, dass das doch Quatsch wäre, dass der Wolf den Menschen doch überhaupt nicht meiden würde. Man sieht ihn doch dauernd vor irgendwelchen Bushaltestellen, durch irgendwelche Dörfer, Straßen, sonst was laufen. Wir müssen da differenzieren. Der Wolf meidet Menschen im Regelfall schon. Und folgendes, der Regelfall, das ist auch was, wo sich dann viele Leute, auch gerne mal Wissenschaftskritiker, die Wildwissenschaft, gerne ein wenig ablehnen, drüber lustig machen, dass wir immer sagen, ja, im Regelfall. Was ist, wenn mal nicht der Regelfall ist? Ja, das ist das Problem. Wir reden hier von hochintelligenten Tieren. Wirklich sehr intelligente Tiere. Die sind Individuen. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, alle Bayern-Fans essen gerne Toastbrot. Es wird bestimmt den einen oder anderen Bayern-Fan geben, der auch Toastbrot mag, aber vielleicht gibt es auch welche, die überhaupt kein Toastbrot mögen. Ja? Also man kann Individuen nur extrem schlecht zusammen in einen Topf reinschmeißen und je weiterentwickelt diese Individuen sind, desto individueller werden sie. Und beim Wolf, das ist ein wirklich intelligentes Tier. Das steht völlig außer Frage. Und da sind individuelle Unterschiede im jeweiligen Verhalten des einzelnen Wolfs vorprogrammiert. Und das macht es natürlich, schlicht und ergreifend, ziemlich unmöglich, exakt vorhersagen zu können, wie sich jetzt jedes einzelne Wolf-Individuum verhalten wird. So, und jetzt nochmal zurück zur Thematik, der Wolf läuft durch menschenleere Straßen und irgendwelche Dörfer und so weiter und so fort. Wir haben nie gesagt, der Wolf meidet alle menschlichen Strukturen, sondern lediglich der Wolf meidet den Menschen. Weil damit kann er was anfangen, das ist ein anderes Tier. Wenn hingegen in der Landschaft, genau wie da Bäume stehen, auch Häuser stehen, der Wolf sein Leben lang gewohnt ist, dass da, wo er geboren und aufgewachsen ist, hin und wieder auch mal ein Haus rumsteht, dann lernt er von Anfang an, dass Häuser, genau wie ein Stein, eine Felsstruktur, einfach Objekte sind, in die normalerweise in der Landschaft stehen, die zu seiner natürlichen Umwelt auch dazugehören. Er lernt sicherlich auch, dass bei diesen Häusern es vorkommen kann, dass da dann mal Menschen anwesend sind. Und die allermeisten Wölfe lernen eben dann auch, dass diesen Menschen eher aus dem Weg zu gehen ist. Das ist eine Tatsache, ja, die allermeisten. Das muss nicht immer klappen und ich sage ja auch nicht, dass kein Risiko besteht, dass der Wolf mal irgendwann Rotkäppchen mampft, aber momentan ist noch nicht passiert, jetzt ist er schon eine Weile da. Die Statistik sagt, wenn wir uns mal die weltweiten Angriffe von Wolf auf Mensch so angucken, da gibt es eine relativ lange Statistik dazu, die mal von einem schwedischen Forschungsinstitut entsprechend entwickelt worden ist, beziehungsweise die haben eine ganz lange Literaturrecherche gemacht, um herauszufinden, wie viele Wolfsangriffe auf Menschen es eigentlich gegeben hat. Eine schöne Übersicht dazu findet man auch in diesem Buch. Aber ich habe die Studie selber übrigens auch mal gelesen, also das zu meiner Verteidigung.
Und die führt halt alle Fälle auf, wo man sich ziemlich sicher sein kann, dass in der Vergangenheit mal einzeln Leute von Wölfen gefressen worden sind. Es kommt in der Geschichte recht häufig vor, dass das dann mehrfach gleich mehrere Tote gegeben hat, weil da ein ganzes Rudel oder eine ganze Gruppe oder sogar mehrere Rudel gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, dass Menschen essbar sind. Mehrfach in der Geschichte schon hin und wieder mal passiert. Aber wenn wir betrachten, was für ein Zeithorizont diese schwedische Studie eben entsprechend betrachtet, und dann doch die geringe Zahl an Opfern uns vor Augen rufen, dann ist das Risiko, selbst 1700 irgendwas vom Wolf gefressen zu werden, immer noch wahnsinnig überschaubar gewesen und es ist gemessen an der Bevölkerungsdichte so gut wie nie vorgekommen. Ja, und das ist heute auch nicht anders. Also es kann schon mal sein, dass der Wolf jemanden mampft oder halt kaputt beißt oder sonst irgendwas, aber... Ja, ne, einen Ping-Pong-Ball so sehr ins Auge zu bekommen, dass man dadurch durch innere Blutungen ums Leben kommt, ist wahrscheinlicher. Ja, oder irgendwelche anderen kuriosen Todesfälle oder die eigene Treppe runterfliegen, eine Steckdose lang, sucht euch was aus. Das vielleicht kurz. Ah ja, und warum meidet der Mensch, also der Wolf, also den Mensch und nicht menschliche Strukturen? Woran kann man das erkennen? Naja, weil er kein Problem damit hat, nachts, wenn kein Mensch da ist, durch ein Dorf zu laufen. Klar wird er dabei gefilmt von irgendeinem Haushaus und so weiter, aber es ist ja trotzdem niemand auf der Straße. Der Wolf kann also dadurch, ohne mit einem Menschen Kontakt zu haben, und das tut er dann auch. Ja? So, das wollte ich nur noch mal zu Ende führen. Und nach dem ganzen Vorgeplänkel und diesen paar einführenden Worten noch mal zurück zum Buch. Das ist eine Sicht der auf die Einwanderung des Wolfes nach Mitteleuropa mit so einem gewissen Schwerpunkt auf Österreich. Das wäre schön gewesen für mich als deutschen Kunden, wenn das irgendwie in irgendeiner Form im Buchhandel oder auf dem Klappentext nennenswert kommuniziert werden würde. Was kommuniziert wird, ist natürlich, dass der Autor, der Herr Hackländer, von der Bodenkultur, Universität für Bodenkultur Wien, die BOKU, die ist durchaus sehr renommiert und da kommt viel Gutes her, wenn es um Wild, Forst, Bodenkunde, diese drei Gebiete, da habe ich schon ganz viel Spannendes von der BOKU entsprechend eben gehört und das ist definitiv, also wirklich eine Adresse, die kann man ernst nehmen. Und da ist er jedenfalls her und da er daher ist, hätte man vermuten können, dass er möglicherweise seinen Schwerpunkt eher eben in Österreich hat, aber das steht hier nirgendwo drauf. Und das ist jetzt überhaupt nicht schlimm für den Leser und das macht es im Gegenteil für mich sogar sehr interessant, weil die Perspektive aus Österreich oder auf Österreich bei meinen persönlichen Nachforschungen zum Wolf bisher einfach immer zu kurz gekommen ist. Dabei ist Österreich gerade ein besonders interessanter Fall, weil der Wolf da recht spät erst angekommen ist und Stand heute, soweit man es zumindest weiß, die offiziellen Zahlen, die werden inzwischen auch noch mal ein bisschen höher sein, gibt es da nur 40 Wölfe in Gesamtösterreich und das ist erstmal sehr, sehr überschaubar. Das heißt, man kann da nochmal von vorne anfangen, sozusagen die Wolfentwicklung zu beobachten, von vorne anfangen, bestimmte Konzepte auszuprobieren, bestimmte Konzepte sein zu lassen, weil sich herauskristallisiert, dass sie nichts helfen. Und das ist also kein Kritikpunkt in dem Sinne, es ist lediglich als Information gedacht. Das war mir ein bisschen befremdlich und ich suche nach negativen Punkten zu diesem Buch. Ich habe mich neulich noch mal damit beschäftigt, ab wann ich eigentlich was als Werbung kennzeichnen muss und wenn ich irgendwas Selbstgekauftes in die Kamera halte und nur Positives und es überschwänglich lobe, entsprechend dazu zu sagen habe, dann kann das wohl unter bestimmten Umständen auch als Werbung entsprechend angesehen werden. Deswegen muss ich ein paar Kritikpunkte finden. Und der erste wäre eben, das wäre ganz interessant gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte. Ja? Nicht, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form negativ ist. So, um die Kritikpunkte gleich mal durchzugehen, danach kann ich mich in Lobesarien ergötzen. Das Buch ist nur in Hardcover zu kriegen. Ja... Das kostet natürlich Geld. Na, das genau genommen kostet das hier 24 Euro. Steht zumindest so drauf. Ich weiß nicht, ob ich 25 gezahlt habe. War da noch irgendwie Versandbedingungen dabei oder was? Keine Ahnung.
Ich meine, ich hätte 25 gezahlt. Ist ja auch egal. Steht hier jedenfalls drauf, dass es 24 kostet. Das ist für ein schnell zu lesendes, eher dünnes Buch. Jetzt rein ist die Papiermenge schon in Ordnung. Aber wenn wir mal eine random Seite kurz zitieren, die vielleicht nicht, die vielleicht auch nicht. Gibt es hier irgendeine Seite ohne großartig urheberrechtlich geschützte Fotos? So eine. Ja, wir haben hier viel Rand. Viel Rand. Wir haben relativ wenig Text. Also ich würde mal sagen, maximal die Hälfte, wenn man das Gesamtblatt nimmt, einer solchen Titelseite mit einer Überschrift. Ja, sind wirklich noch Informationstext. Und da drüben haben wir auch wieder viel Rand und recht groß geschrieben. Das heißt, die Menge an Text pro Geld, die man in diesem Buch bekommt, ja, für mich spielt das eine Rolle. Die finde ich ein bisschen suboptimal. Die Qualität des Textes ist ein anderes Thema, aber die reine Menge, na, dafür hätte es wirklich nicht so teuer sein brauchen. Und aufgrund eben der geringen Menge dieses Textes hätte es für mich auch nicht ein Hardcover sein müssen. Ja, also ich hätte gern eine Taschenbuchausgabe gekauft, muss ich sagen, die dann von mir aus 5 Euro billiger ist oder sowas. Das wäre nicht verkehrt gewesen. So, und dann sind da teilweise schöne Bilder drin. Schöne Bilder, da ist nichts dran auszusetzen. Ich denke, eins darf ich auch kurz zeigen im Sinne des Zitatrechts. Die allermeisten davon, das ist jetzt auch wirklich, ich möchte ungern den Autor in irgendeiner Form kritisieren. Dafür ist mir der Inhalt wirklich viel zu positiv aufgefallen, ja. Aber diese Gestaltung, die mag ich nicht. Weil diese Riesenbilder, die haben überhaupt keinen Mehrwert, meiner Meinung nach. Ich meine, das ist ein nettes Foto, ja, aber mehr auch nicht. Und wenn ich nette Fotos sehen will, dann gibt's ins Internet und da gibt's die Dinger kostenlos in riesigen Mengen und mitunter sogar noch erheblich nettere und erheblich schönere. Und das bringt einen nicht wirklich weiter. Und die allermeisten, ich würde jetzt mal sagen 80% dieser Fotos, die da drin sind, die sind vollkommen nutzlos. Ich weiß nicht, ob die irgendwie dafür da sind, dass man das Buch irgendwie hübscher findet, dass es irgendwas auflockern soll. Ich habe keine Ahnung, wer dafür das Design dieses Werks verantwortlich ist. Ist ja oft nicht der Autor, der dafür verantwortlich ist. Es gibt meiner Meinung nach nur ganz wenige Fotos, die hier drin sind. Eins möchte ich auch noch mal aus taktischen Gründen zeigen, die wirklich einen Mehrwert bringen. Nämlich ist das eine seltene Aufnahme und da sage ich es am besten auch gleich dazu, damit er kein... von Peter A. Detling. Das ist ein Naturfotograf, der dieses Bild in Survelva im schweizerischen Kanton Graubünden aufgenommen hat. Keine Ahnung, ob man den Ort korrekt ausspricht. Es gibt kaum Bilder von freilebenden Wölfen, die von was anderem als einer Fotofalle erstellt worden sind. Und da muss man schon sehr viel Glück oder sehr viel Erfahrung als Tier- und Naturfotograf haben, um überhaupt mal eine Aufnahme vom Wolf hinzukriegen. Und das ist eine extreme Seltenheit in diesem Buch, dass hier tatsächlich mal eine in irgendeiner Form einem weiterhelfende Aufnahme vom Wolf drin ist. Das sind wirklich ganz viele ambiente Bilder, die zur Thematik meiner Meinung nach nichts beitragen. Ich muss das wirklich so harsch sagen. Mal ein hübsches Landschaftsbild, ja, gut, und dann sind es mitunter sogar Farbbilder, die zahlt man ja mit. Und nutzlose Farbbilder bezahlen, das ist wieder so ein bisschen... Also da habe ich so meine Schwierigkeiten. Auch einfach die Größe der Überschriften, die Größe des Textes und das alles. Das hätte in ein deutlich kleineres und günstigeres Buch auch reingepasst. Also der Text ist extrem wertvoll. Das Drumherum hätte ich in der Art nicht bezahlen wollen müssen. Habe ich jetzt natürlich, selbstverständlich. Aber muss nicht sein. Schreckt mich ein bisschen, finde ich ein bisschen blöd. So, das war's mit Kritik. Also, hervorragend hingegen ist, ich möchte einmal kurz noch aufs Inhaltsverzeichnis eingehen, das darf man ja auch immer gerne mal tun, dieses hier, das sind einfach im Grunde eine Reihe von häufig gestellten Fragen bezüglich des Wolfs, beziehungsweise zum Teil sind sicherlich auch Fragen, wo sich der Autor diese dann als häufig gestellt ausgedacht hat, würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen wollen. Nicht, dass das schlecht ist. Ich mache das auch immer so, wenn ich häufig gestellte Fragen mir irgendwie ausdenken muss. Dann nehme ich natürlich zu 90% tatsächlich häufig gestellte Fragen. Aber mit das eine oder andere denkt man sich dann einfach dazu, was dann vielleicht noch gefragt werden worden wäre, wenn dann die fragenden Leute nicht zu blöd für sind. In Anführungszeichen, ja. Es ist ja kein Fachpublikum, was hier eben mit diesen Fragen...
informiert werden soll. Zum Beispiel, wie wurde aus dem Wolf der Hund? Wie funktionieren Wolfsrudel? Welche tierethischen Fragen bestehen bei der Diskussion über die Abschussfreigabe von Wölfen? Ist der Wolf ein außergewöhnlich mordlustiges Raubtier? Was ändert sich durch den Wolf in der Landwirtschaft? Wie kann man sich vor Zuwanderung schützen? Es geht hier immer noch um den Wolf. Wie kann man Wölfen beibringen, dass sie weite Tiere in Ruhe lassen sollen und. Oder auch so simple Fragen wie, was kostet der Wolf? Das sind auch wirklich so Sachen, waren mir auch komplett neu, insbesondere beispielsweise das Kapitel, was kostet der Wolf, dass sich tatsächlich schon Leute die Mühe gemacht haben, mal zu berechnen, was an Entschädigung, an Monitoringaufwand, an Aufwand für Herdenschutz, weil da ein Wolf unterwegs ist und alles notwendig ist, um für einen Wolf die notwendige Geldsumme, damit dieser Wolf nicht geschossen werden muss und es trotzdem so weitergehen kann wie bisher, entsprechend aufzubringen. Und schauen wir doch mal nach. Ich krieg's nämlich gerade nicht mehr ganz zusammen. Ja, und hier steht jetzt, dass im Jahr 2018 in Deutschland haben die kompletten Wölfe 250.000 Euro gekostet. In der Schweiz leistete man sich im Zeitraum 1995 bis 2019 rund 1,65 Millionen Euro, also umgerechnet, an Ausgleichszahlungen. Das Lustige ist, das sind nur die Ausgleichszahlungen. Da kommt also noch erheblich mehr dazu. Und irgendwo gab es dann auch mal einen Wert. Wenn man eine Herde hat, die man als gealbte Großvieheinheit irgendwo auf einer Alp in den Alpen stehen hat. Das ist natürlich so ein Österreicher und Schweizer Phänomen, dass die große Herden rumstehen haben. Und da kostet dann ein Vieh auf den Almen sowas irgendwie, also ein großes Vieh, eine Kuh, sowas um die 150 bis 500 Euro pro Jahr an Herdenschutzmaßnahmen. Ja, und bringt pro Jahr vielleicht gerade so viel ein, je nachdem, was es ist. Eine Kuh gibt zumindest mal theoretisch manchmal Milch. Wenn man sie dann irgendwann mal schlachtet, verdient man da schon recht viel Geld dran, da es ja eine Bio-Kuh ist. Aber 550 Euro pro Jahr jetzt im schlimmsten Fall dafür ausgeben zu müssen pro Jahr, das rechnet sich hinten und vorne nicht. Ja? Also das sind so interessante Sachen. Und erstens mal finde ich einfach großartig diese Struktur eben in diesem Fragenmodell, dass die einzelnen Fragen da geklärt werden. Zweitens, diese werden sehr einfach in sehr verständlicher Sprache mit dem notwendigen Aufwand an Zitationen, also an entsprechenden Fachartikeln, die irgendwann jemand geschrieben hat, an Untersuchungen, die dazu gemacht wurden, die werden auch genannt. Sie sind aber schön in den Text eingebaut und nicht sehr wissenschaftlich zitiert. Das finde ich auch sehr angenehm zum Lesen. Und das ist ja auch kein sehr wissenschaftliches Buch, sondern es sind die wesentlichen Fakten, aber dahingehend in wissenschaftlicher Schreibweise, dass es sich tatsächlich hier um ein absolut Ethik-, Moral- und stereotypenfreies, ja, und ideologiefreies, das Wort habe ich gesucht, Werk handelt. Also die ganzen Informationen, die hier drin sind, sind alle rein fachlich nüchtern und tatsächlich ohne in irgendeiner Form beeinflusst zu sein von Wolf ist gut oder Wolf ist böse zusammengetragen. Es sind die reinen Zahlen, die reinen Fakten, die reine Sachlage, die reine Erfahrung, die die Wildtierwissenschaft, das Wildtiermonitoring und alles, was damit die Biologie selbstverständlich bisher über den Wolf zusammengetragen hat. Eine ganz kurze Ergänzung, was mir dann später erst beim Schnitt aufgefallen ist. Hin und wieder lässt der Autor schon erkennen, dass er den Wolf sehr faszinierend und spannend findet. Es sind schon so zwischen den Zeilen eine gewisse Liebe zum Forschungsobjekt sehr wohl zu erkennen. Ja, das ist selbstverständlich so. Auch Borkenkäferforscher finden ihren Borkenkäfer wahnsinnig faszinierend, auch wenn der den halben mitteleuropäischen Nadelwald, der da anthropogen bedingt rumsteht, kahl gefressen hat. Ja, also es ist schon auch eine Sympathie zum Wolf erkennbar, also für denjenigen, denen das wichtig ist, weil gerade
gerade für Wolfs Freunde wird dieses Buch in vielen Bereichen nicht besonders nett zu lesen sein, weil das meiste, was man da finden kann, wenn man die Ideologie weglässt, dann ist das Projekt Wolf in Mitteleuropa tatsächlich einfach keine rein wirtschaftlich und rein, ja, objektiv betrachtet keine besonders gute Idee. Und das wird in diesem Buch halt eben auch sehr deutlich. Trotzdem, Sympathie für den Wolf ist vorhanden. So, und damit weiter im Text. All das steht hier drin in, wie gesagt, einer sehr kompakten, schön zu lesenden, sehr gut aufbereiteten und sprachlich auch sehr, sehr gut klargemachten, wie ich finde, Art und Weise. Ja, also das ist absolut, der Inhalt ist absolut zu empfehlen. Es sind viele Überraschungen drin, die ich so jetzt zum Teil auch noch nicht ganz wusste. Es ist vieles drin, wo man teilweise ein kleines bisschen drüber diskutieren könnte, wenn man sich selber mit der Thematik schon recht intensiv beschäftigt hat. Jetzt bin ich kein Wildbiologe, ja, aber zu manchen Dingen, die hier drin stehen, hätte ich noch ein paar Rückfragen. Ja? Nicht, dass ich mir jetzt anmaße zu sagen, das ist falsch, das weiß ich nicht, das kann ich nicht bestätigen, habe ich keine Ahnung, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ja? Hier und da eine Kleinigkeit. Das ist aber auch nicht schlecht. Wenn es zu sehr glatt wäre, wäre es auch wieder zu ja, unglaubwürdig. Also ein gewisser Diskussionsraum muss immer sein, selbst bei populärwissenschaftlicher Literatur. Das darf man da so ungefähr in diesen Bereich einordnen, ohne dass das in irgendeiner Form was Schlechtes wäre. Das ist ja das Ganze, was ich hier mache, auch alles. Also wenn es dann ein bisschen wissenschaftlicher wird, dann ist es höchstens Populärwissenschaft, richtige Wissenschaft. Habt ihr von mir noch nie, na, vielleicht ein, zweimal, aber selten zu hören bekommen. So, habe ich noch was zu ergänzen? Eigentlich nicht. Also wen jetzt der Anschaffungspreis für vergleichsweise wenig Text? Ich habe das Ding jetzt, und ich bin kein schneller Leser, und ich habe zwischendrin drüber nachgedacht. Ich habe das Ding vielleicht in 5-6 Stunden oder was durchgelesen. Wem das 24 Euro wert ist, dafür dann aber auch sehr, sehr gut über den Wolf informiert zu sein und ein schönes Nachschlagewerk zu haben mit sehr aktuellen Zahlen, denn das Ding ist absolut aktuell, das Buch. Das ist von diesem Jahr, von 2020, und ich meine Frühjahr, April, sowas um den Dreh. Moment, wo steht's denn? Das sollte hier doch irgendwo stehen. Hallo? Nein, nein, nein. Hinten? Printet in, halt. Halt, da steht's. Da steht's. Äh. 2020, okay, Monat steht nicht dabei. Aber erste Auflage von 2020 ist also wirklich sehr, sehr aktuell. Dinge, die sich im Frühjahr zugetragen haben, werden teilweise noch mit einem kleinen Satz, der so ein bisschen eingefügt wirkt, wenn nicht, was das schlimm wäre, in keinster Weise, nochmal kurz erwähnt, bevor man das Ding quasi in Druck gegeben hat, damit man es so aktuell wie möglich hält. Also wirklich hervorragend. Und wer das sich also jetzt zulegen mag, dann wäre das jetzt auch tatsächlich der richtige Zeitpunkt. Alle Zahlen, die drinstehen, werden natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr ganz so aktuell sein, wenn man das später haben möchte. Aber jedenfalls mit dem Erwerb dieses Buches hat man ein prima Nachschlagewerk für grundsätzliche biologische populationsdynamische Fragestellungen, die den Wolf betreffen. Und man hat den aktuellen Stand der Wolfsforschung wirklich in einer wunderbaren Art und Weise zusammengefasst. Griffbereit zum ins Regal stellen. Ich stelle es nachher auch noch schön hin. Ja. Jetzt erstmal liegen. Beziehungsweise es kommt in ein anderes Regal. Das hier ist ja mehr so die erweiterte Bibliothek. Ja, ich habe ja noch eine Präsenzbibliothek mit Zeug, wo ich regelmäßig mal reinschaue. Da würde das dann eher reinkommen, weil ich selber kann mir auch nicht jede Zahl zum Wolf merken. Und da stehen in Haufen sehr, sehr spannende Zahlen entsprechend dazu drin. Gut. Ja. Das wäre es gewesen. Ja? Also wem 24 Euro nicht wehtun und wer gerne über den Wolf informiert sein möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sehr dieses Buch, sehr, sehr, sehr außerordentlich. Also ich habe noch nichts auf diese Art und Weise super aufbereitetes, so kompaktes und doch so ausführliches, wenn auch in kurze Ausführlichkeit, also zu jedem Thema ist was drin, zu den einzelnen Themen würde ich theoretisch gerne noch mal ein paar Seiten mehr manchmal lesen, aber ich bin auch nicht irgendwer. Das Buch ist ja für den interessierten Laien geschrieben und nicht für andere Fachleute. Daher kann man das nicht vergleichen. Aber ja. Also ist absolut eine Empfehlung wert, wen das Geld nicht abschreckt. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal und
Noch der kurze Hinweis, das war keine Werbung. Ich kenne den Autor nicht persönlich. Ich habe keinerlei Kontakte mit dem Verlag, habe das Buch selber zum vollen Preis entsprechend gekauft und wollte einfach nur meine Meinung dazu kundtun. So, aber jetzt, tschüss.